Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Im Moment ist die CS2-Community ordentlich am Kopiumhaffen. Hier und dort gibt es immer wieder neue Infos, was möglicherweise jetzt dann bald passiert mit Operation oder mit einem fetten Content, Maps und so weiter und so fort. Und natürlich möchte ich euch heute auch wieder einen ordentlichen Kopiumhaff zur Verfügung stellen. Also Operation oder irgendein Update jetzt ganz bald? Let's go! Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind ein journalistischer Trick. Bereits im letzten Video vom Sonntag habe ich darüber berichtet, dass aktuell ordentlich an den neuen Maps oder an den Maps, die wohl hinzukommen sollen, gearbeitet wird. Ich habe jetzt über das Wochenende jeden Tag ein neues Update erhalten. Einmal war was für Pool Day dabei und die anderen Male immer Terra. Hier einmal Counter-Strike 2 heute um 14.12 Uhr, Workshop-Content, und als der Download noch lief, konnte man auch sehen, dass es für Terra ist. Also dieses Update ist ein Terra-Update. Diese hochfrequenten Updates an den Maps, vor allem jetzt über die letzten paar Tage, zeigen mir, dass da irgendwas in der Mache ist. Natürlich könnte es auch einfach sein, dass die Map-Ersteller halt einfach an ihren Maps weiterarbeiten. Dafür sind sie ja da, beziehungsweise das machen sie nun mal. Aber so viele Updates jetzt in so kurzer Zeit, na, weiß ich nicht. Wenn man dann noch bedenkt, dass vor allem die Map-Ersteller zu diesem winzigen Kreis von Menschen gehören, die wissen, wann was kommt. Also die Volvos schreiben sie ja an und sagen, hey, wir wollen deine Map hinzufügen im nächsten Update an Tag X oder in diesem Zeitraum, wie schnell kannst du fertig werden, wie viele Tester hast du, kannst du da ordentlich reinballern und die schön updaten, damit sie dann bei Release gescheit ist. Also die Mapper, die wissen, wie der Hase läuft, zumindest so plus minus. Und da die, wie gesagt, jetzt plötzlich richtig hochfahren und Update für Update pressen, liegt man, glaube ich, nicht so falsch, wenn man sagt, da, ja, scheint was in der Mache zu sein. Einer von den Bubblern, und zwar Taiki, hat mich auch über einen Tweet unterrichtet. Vielen lieben Dank an dich für die Info. Und zwar geht es um diesen Tweet hier. Hier schreibt er, dass sein Flug Verspätung hat. Und es geht ja natürlich um die Map Assembly, die jetzt dann ein bisschen später kommt oder halt später kommt. Ich will euch jetzt hier auch nicht unnötig aufhypen. Aber ja, das ist eben auch wieder eine Sache, die gepostet wurde. Taiki hat mir hinzukommend geschrieben, dass hier ja auch zwei Koffer stehen. Das ist jetzt natürlich eine harte Spekulation, aber man geht wohl in manchen Kreisen davon aus, dass es hier vielleicht dann auch um zwei Cases geht, die hinzugefügt werden. Vielleicht eine normale Case und dann irgendwie so eine Map-Case oder halt eine Operation-Case nochmal irgendwie drauf. Man weiß es nicht. Ich weiß nicht, inwiefern Map-Ersteller da die Einsicht haben. Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass die Volvos sagen, übrigens, du machst eine Map und gut, die kommt in eine Operation. Das ist vielleicht dann noch eine Info, die man geben kann, aber die müssen die Volvos eigentlich schon gar nicht geben. Es reicht ja, wenn sie sagen, hey, wir brauchen deine Map dann ready. Gib uns bitte Bescheid, ob du schaffst. Aber ja, vielleicht sind sie so gönnerhaft und sagen, wir wollen dann nämlich eine Operation machen, die soll diesen und jenen Style haben. Und vielleicht sagen sie halt dann auch, und übrigens, es gibt auch zwei Cases, wow! Und auf zwei oder drei Skins ist dann ein Flugzeug drauf oder so. Aber das geht schon wirklich stark in eine Verschwörungstheorie-Richtung. Wenn man übrigens diesen QR-Code scannt, dann kommt man einfach auf die Counter-Strike.net-Seite. Und hier sieht man nach wie vor einfach den CS2-Content, den Trailer zu CS2, was alles abgeht, der langlebigste E-Sport und so weiter und so fort. Solche Sachen sind übrigens einfach geil. Also dieses Bild oder auch jetzt zum dritten Mal gezeigt, diese R-Almas-Seite. Man sieht einfach, die Leute, die hier die Finger drin haben, die lieben eben auch einfach dieses Medium, Counter-Strike und so weiter und so fort. Ich finde es einfach nice, dass es solche Sachen für unser Spiel gibt. Hier nochmal vielen Dank an Taiki, das wäre mir auf jeden Fall durch die Lappen gegangen. Und natürlich auch nochmal vielen lieben Dank an dich, Nico, dass du uns diese Gloves geschenkt hast, die ich wiederum in einem Giveaway aktuell auf Twitch raushauen darf. Gönner. Wer die Dinger gewinnen möchte, kommt gerne einfach in den Livestream. Ich bin jetzt live ab 18 Uhr und dann daddeln wir gemeinsam rein. Videogames, Giveaways und so weiter. Ihr wisst ja, dass ich die Kommentare leider nicht mehr beantworten kann, weil es mittlerweile so viele geworden sind. Jetzt vergangene Woche zum Beispiel waren es knapp 1000 und ja, der Monat hat halt 4 Wochen und dann ist es halt wirklich, wirklich viel. Ich möchte hier einfach nochmal ein riesen Dankeschön an euch raushauen und euch wissen lassen, ich lese sie trotzdem. Wahrscheinlich nicht alle, aber ich gucke immer wieder ins Handy rein, schaue, was ihr gerade so treibt, natürlich auch, wie die Zahlen so sind, und sehe halt dann immer die aktuellsten drei Kommentare. Vorhin habe ich noch einen gelesen, da ging es darum, dass sich die Leute so gerne aufhypen lassen oder halt so krass Kopium reinballern und wenn da nichts kommt, sind sie enttäuscht. Er hat extra dazu geschrieben, dass er nicht mich oder meinen Content meint. Dankeschön dafür. Ich wollte dazu nur nochmal sagen, ich hoffe, dass ich es auch halt, ja, gut genug rüberbringt, dass die Sachen, die ich da zeige, dass es halt, ja, so ist, wie es ist. Also nichts von den Volvos Bestätigtes, sondern einfach irgendwas. Gemauschel, Gebauschel. Ich weiß, die letzten paar Jahre lagen die Dataminer und dann am Ende somit auch ich nehme die Daten von ihnen, oft richtig und dann kam genau das, worauf man die Leute vorbereitet hat. Ich gucke aber trotzdem, dass ich immer wieder dazu sage, dass es halt auch nicht sein kann, ne? Da ich im Moment nicht mehr alle meine Kommentare schaffe, hoffe ich, dass mir das nicht vorgeworfen wird. Also von anderen, so von wegen, ach, der erzählt den Leuten irgendwas vom liebe Gott und dann passiert es nicht. Ich will in Zukunft auch weiterhin gute Quellenangaben in meiner Videobeschreibung drin haben. Also einfach die ich halt genutzt habe. Plus natürlich die Sache so rüberbringen, dass ihr genau wisst,
Könnte, muss aber nicht. So, und dann hauen wir jetzt natürlich noch ein Giveaway raus. Ist doch klar. Und heute machen wir was ganz Besonderes. Und zwar eine USPS Jawbreaker. So ein geiler Skin, meine neue Lieblings-USP im Moment. Dieses Teil soll einer von euch bekommen und wie ihr hier auf YouTube mitmachen könnt, geht wie folgt. Ihr schreibt bitte einfach in die Kommentare oder in euren Kommentar mit hinzu, welche Valve-Spiele ihr schon so gespielt habt. Also neben Counter-Strike, ob ihr schon andere gedaddelt habt oder nur Counter-Strike oder vielleicht Half-Life oder sonst was oder dieses hier VR-Alex-Spiel. Was hast du von den Volvos bereits gedaddelt? Haut's in die Kommentare rein und dann seid ihr automatisch bei diesem Jawbreaker-Giveaway mit dabei. Das war's dann auch schon wieder. Vielen, vielen Dank für die Kommentare, für die Likes, fürs Zugucken natürlich, auch für die ganzen neuen Abos. Willkommen an jeden neuen Zuschauer und natürlich auch an alle Alten. Schön, dass ihr da seid. Wir sehen uns dann jetzt gleich im Livestream ab 18 Uhr oder dann im nächsten Video, wahrscheinlich übermorgen. Außer es kommt heute Nacht irgendwas, dann vielleicht auch schon morgen oder heute Nacht. Haut da rein, vielen, vielen Dank und bis dann. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.